Oh Mann, ey. Sind wir ja ganz schön in die Scheiße geraten. Links, okay. Oh, oh. Ich glaube, ich hab's geschafft, oder? Ich bin noch auf der Flucht. Oh, shit. Oh, fuck. Was ist passiert? Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Na Mensch, das ging ja schnell jetzt. Okay, also wir sollen jetzt in den Kampf zwischen den Roten und dem Faschisten, um damit aus dieser Station hier rauszukommen. Ja, das war dann wohl der gute André. Er hat uns verkleidet, sprich, wir können uns jetzt wieder frei in der Station bewegen. Und hier liegen ein paar Knarren rum, fuck hier, und eine Ausgabe vom Metro 2033. Erstmal die Moon aufnehmen. Was haben wir jetzt hier? Okay, für welche Knarre ist jetzt das? Geht's dann nochmal runter, oder? Nee, geht's nicht. Aha, nicht schlecht. Nee, schlecht, sag ich mal. So, jetzt haben wir da vorne auch noch eine Knarre. Eine Art Bolzenschussgerät, oder? Ach nee, wir können es jetzt hier... Ach so. Ja, okay, dann nehmen wir halt die hier mit. Die sah eigentlich ganz cool aus. Dann noch unsere doppelläufige. Aber die haben wir jetzt hier eingetauscht. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Fusel rumstehen. Hier ein Bild von einem Baum. Und, okay, aber, also ich trage ja immer noch Handschellen, oder? Nee, trage ich nicht. Aber ich kann die Knarren hier nicht, klar, warum sollte ich in einer Station auch die Knarren rausholen können? Das wäre ja ziemlich unlogisch, aber da hinten steht eine Gitarre, die können wir doch bestimmt spielen, oder? Also keine richtige Gitarre, aber ich weiß gerade nicht, wie man dieses Instrument nennt. Ist es eine Laute? Ich weiß es nicht. Aber ihr werdet das bestimmt wissen und in die Kommentare schreiben, derweil riechen wir hier an diesem vergammelten Schuh. Gut, zum Abgewöhnen. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt auch alles, oder? Ja, nee, hier gibt's nichts weiter. Deswegen betreten wir jetzt die Station und gucken uns hier mal ein bisschen genauer um. Okay, die beiden Typen scheinen gelangweilt zu sein. Hier können wir mal ein bisschen gucken gehen, aber hier gibt's nichts. Eine Tür. Da vorne ein Soldat von den Roten. Da sollten wir vorsichtig sein. Oh, sind wir jetzt hier durchgegangen? Mal Licht anschalten. Ja, eine schöne karge Behausung. Dieses schöne Wohnzimmer hier, dieser wundervollen Wohnung, die noch frei ist, liebe Leute. Ihr könnt sie mieten für nur 100 Schuss Moon im Monat. Ja, also fließend Wasser gibt's nicht. Es gibt auch kein Klo und überhaupt nichts, was sich zum Leben lohnt. Aber wenigstens könnt ihr da vorne die Tür zumachen. Das ist doch schon mal was. Deswegen Tür wieder auf und wir raus. Ja. Ich glaube, hier gibt's noch mehr von diesen Behausungen, oder? Nur für autorisiertes Personal. Genau. Meinetwegen. Ja, gibt's hier eigentlich keine Bewohner in dieser Station und da haben die jetzt alle Angst hier vor den Soldaten? Ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Ob wir damit gemeint sind? Auf jeden Fall, wenn nicht, tut mir der Typ jetzt schon leid. Unsere Sicherheit ist. Achso, ich glaube, da muss ich dann gleich hin, wenn ich dann die Station. Nee, muss ich nicht. In jeder Gasse lauert ein Nur für autorisiertes Personal.
Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Streckensperren versehen. Nicht einmal eine Maus kann durch. Was ist mit der Oberfläche? Hm? Was ist damit? Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin zermürben uns ihre Spione und bereiten die Invasion vor. Sehr gut. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie freigegeben werden. Auf diese Weise können wir Verdächtige aussortieren. Ja, Verfolgungswahn lässt grüßen. Ich habe eben noch einen kleinen Schluck genommen. Ja, der Hals wird ja immer so trocken. Gut. Was haben wir jetzt hier? Ah, Knarren und schöne Geräte. Ah, Medipacks. Ah, Medipacks, die will ich haben. So. Auf jeden Fall. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also, wir nehmen auf jeden Fall ein paar Medipacks mit. Ist reserviert. Das Zeug fällt Ihnen bereits aus den Taschen. Ah, okay, ich habe jetzt alles, was ich davon nehmen kann. Bis 5 zählen können. Dynamit, Haftdynamit. Bis 5 zählen können. Ich würde sagen, ein bisschen Dynamit könnten wir eigentlich noch ein paar mitnehmen, oder? Wie viel habe ich denn gerade davon? Wofür 15 Militärmoon? Nee, verlasse ich mich lieber auf meine nicht vorhandenen Schießkünste. Das Zeug fällt Ihnen bereits aus den Taschen. Ah, okay, da habe ich schon genug von. Ist reserviert. Okay, gut, kann ich nichts von kaufen. Aber wenigstens ein bisschen Medizin gab's. Und ich drücke wie immer die falsche Taste. Was gibt's bei dir? Wuhuhu! Revolver mit Gewehrkolben, Zieloptik und Schalldämpfer. Dies ist der ultimative Revolver. Die Modifikationen machen aus ihm ein lautloses Scharfschützengewehr mit Kolben, verlängerten Lauf, Zieloptik und Schalldämpfer. Mit diesem Tausch werden sie folgende Kosten haben. Mensch, das ist gar nicht mal so schlecht, oder? So ein schönes Gerät hier, mit dem kann man bestimmt ordentlich, ja, Banditen abknallen. Das ist, wenn man mal so snipern muss, bestimmt gar nicht übel. Oh, ich bin echt gerade versucht, mir die Waffe zu kaufen. Oh, Revolver mit Gewehrkolben haben wir hier. Zieloptik und Schalldämpfer. Ah, gut. Sehr empfehlenswert. Ja, aber sie hat keinen Schalldämpfer. Sprich, damit ist man sofort zu hören. Mit der hier nicht. Gute Waffe. Definitiv besser als ihre. So, haben wir hier noch. Kelsing mit Zieloptik. Sieht irgendwie aus wie eine Minigun. Handgefertigte Luftdruckwaffe, die leise Pfeile abfeuert. Ah, also nicht schlecht. Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn sie unbedingt wollen. Ein Luftdruck-Scharfschützengewehr. Ui, für 2 Militärmoon? Naja. Also ihre Waffe ist die Doppelläufige, besser, ne, die haben wir ja schon mal gehabt. Wollen. Diese Waffe spricht mich hier direkt an. Ich bin auch versucht, sie zu kaufen, aber ich tue es nicht, denn ich befolge euren Rat und kaufe mir keine Waffen und hebe lieber die Moon auf. So, dann haben wir noch ein paar Gewehre. Kalasch mit Zieloptik für 78. Die Zieloptik daran interessiert mich. Also eine sehr gute Modifikation. Ja, die Kalasch ohne... VSV, eine Automatikwaffe, die für leises Scharfschützenfeuer entwickelt wurde, ist aber auch mit kurzen Feuerstößen auf geringe Entfernung wirkungsvoll. Für 88. Mit Zieloptik für 138. Ja, die würde mich auch interessieren. Und mit 78 auch gar nicht so teuer. Ob wir sie mal jetzt einfach mal leisten sollen? Ich meine, der nächste Kampf, der wird kommen. Ach nee, wir schauen erstmal. Wie Sie wollen. Es ist bestimmt nicht die letzte Möglichkeit, hier eine Knarre zu kaufen. Also, hier können wir noch ein bisschen was umtauschen, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Da komme ich immer so in den Kaufrausch, liebe Leute. Möchte gleich alle Waffen kaufen, aber ja, ich befolge dann am besten euren Rat. Bisher habt ihr ja auch immer recht gehabt. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Atjom. Also, wenn ich da runter springe, dann... geht's hier direkt los. Da warte ich doch mal noch ein bisschen und schaue mich hier lieber noch ein Ründchen weiter um. Aber so viel zu finden gibt's hier nicht, ne? Die Roten, die halten Ordnung. Liegt nirgendwo ein bisschen Moon für mich rum. Ne? Ich kann hier nirgendwo klauen gehen. Vielleicht bei dir hier so. Hallo. Mein Name ist Atjom. Und du hast eine Maske auf. Warum hast du eine Maske auf? Und warum liegt hier kein Stroh rum? Sowas finden Sie nicht nochmal.
Tarnanzug für 100 Patronen kaufen. Mit diesem Gerät können Sie sich leise, fast lautlos bewegen. Mhm. Ja. Ach, verdammt. Wie Sie wollen. Sowas finden Sie nicht nochmal. Aha, widerstandsfähiger gegen Schäden. Das wäre auf jeden Fall mal eine nützliche Sache. Ich würde es auch mal sagen, für 100 Patronen ein bisschen Resistenz. Da greife ich jetzt einfach mal zu. So. Gut, jetzt habe ich zwar ordentlich Kohle verloren, aber dafür bin ich jetzt ein bisschen resistenter. Das kann bestimmt in Feuergefechten nicht übel sein. Ja, und die 100 Moon, die hole ich auch irgendwie wieder rein. Meine Knarren habe ich ja, Knarren findet man, aber ne, so ein... Ein zusätzlicher Schutz, das ist bestimmt nicht schlecht. So, jetzt rennen wir, denn hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr zu finden, nichts mehr zu entdecken. Wir springen in das Loch. Bumm. Yay, wir sind im Loch. Und jetzt bin ich in mein eigenes Grab gesprungen, oder? Hey, Jungs. Ach so, jetzt verstehe ich. Ah, wie gewieft. Der blinde Passagier, oder? Oder doch nicht? Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Hm, ich lag richtig mit meiner Vermutung. Wir machen hier einen auf blinder Passagier. So. Juhu! Und wieder ein Metro-Roman. Hey, Reiselektüre. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Jo, gehen wir! Es geht los. So, aha. Wir... Kann ich mich ein bisschen bewegen? Nee, kann ich nicht. Na toll. Ich will aber nach vorne gucken. Ach Mensch, ich hasse es. Ja, entgegen der Fahrtrichtung zu gucken. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Nee, da möchte ich nicht hin. Da lese ich lieber hier ein bisschen in okay, diesem Roman. Spiele etwas okay. Mit der Zange. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Ja, das werde ich brauchen. Na toll. Oh mein Gott, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Sergei Sergejewitsch, ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge, du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Achtung! Ideale? Zivilisten ist es nicht gestattet, was die wirklich wollen, sind scharfe Ideen. Vorwärts, Marsch zum Fleischwolf. Tut mir leid. Oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit... Irgendwie habe ich gerade Angst. Ach, wir fahren doch geradeaus. Ach, sehr gut. Ja, Sergei Sergejewitsch. Auch ein sehr lustiger Name. Und ja, nicht pupsen, Leute. Ich sag's euch. Drücken Sie E, um diese Szene zu überspringen. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte diese Szene in ihren vollen Zügen genießen. Volle Züge. Oh mein Gott. Na gut. Werden die brauchen, kann ich ja selbst ein bisschen hier rumklimpern. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum ist ja auch nett. Eingetreten? Ist ja wie Friss oder Stirb. Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord.
Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Kapitel 4. Krieg. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ja toll, jetzt geht's ja noch direkt aufs Schlachtfeld. Ob ich die Podis jemals lebend erreichen werde, das werden wir nur erfahren, wenn wir fortfahren.